Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde League of Legends. Und diese Runde ist echt, das ist eine Special-Mega-Runde quasi, weil einerseits spielen wir Ultra Rapid Fire. Was genau das ist, werde ich euch gleich einmal ganz kurz erklären. Und das ist meine Level 30-Runde, also bedeutet, dass ich nach dieser Runde Level 30 bin und das ist das höchste Level, was man in LoL halt werden kann. Und ja, also wir spielen hier wie gesagt Ultra Rapid Fire. Und ich werde supported von einer Jenna, die einfach diesen epischsten Jenna-Skin überhaupt hat. Und naja, auf jeden Fall Ultra Rapid Fire. Vielleicht habt ihr es oder seht ihr es gerade. Also normalerweise hat man ja Mana. Die braucht man für diese QWE und R-Attacken oder Energie oder so heißt es manchmal. Und es gibt in diesem Spielmodus keine Mana-Kosten. Und der Cooldown wurde richtig krass runtergesetzt. Also ihr seht, das hat jetzt 2 Sekunden Cooldown oder so. Und meine Ulti zum Beispiel hat normalerweise 90 Sekunden Cooldown und hat jetzt aber nur 15. Und auch die Summoner-Spells, also Flash zum Beispiel, kann ich jetzt jede Minute benutzen, statt nur alle 5 Minuten und so weiter und so weiter. Außerdem gibt es, glaube ich, auch mehr Gold. Und das ist halt quasi Ultra Rapid Fire. Man kann alles spammen, was man möchte. Und ja, das ist ein extrem geiler Spielmodus. Der allerdings meistens nur sehr kurz draußen ist. Also letztes Jahr war ich schon mal draußen, da habe ich ihn leider nur irgendwie 3-4 Mal oder so gespielt. Und jetzt ist er dieses Jahr nochmal raus, wahrscheinlich nur noch bis morgen, also weil von Dienstag bis Dienstag geht ja immer so eine Woche quasi bei League of Legends und ja, ich kann mir vorstellen, dass halt auch dieser Spielmodus wahrscheinlich dann nur die Woche draußen ist. Und ja, das ist eigentlich aber trotzdem ein übelst geiler Spielmodus und ich habe richtig viel gespielt diese Woche. Also deswegen bin ich jetzt auch Level 30, also ich habe, glaube ich, ich habe es mir eben noch angeguckt. Ich habe 87 Games in 6 Tagen gespielt, das ist relativ viel. Und ja, ich muss sagen, es ist richtig wert. Und, oh scheiße, Alter, ich merke schon, wir werden übel gewrackt. Oh man. Naja, also wie gesagt, es ist halt relativ viel und es macht übel Spaß, den Spiel muss zu zocken. Oh fuck. Nein, ich wollte doch flashen, WTF. Ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. Das habe ich schon den ganzen Tag, dass ich immer die falschen Tasten drücke. Ich wollte die ganze Zeit auf G drücken und bin einfach nicht geflasht. Also, ich muss F drücken. Mann, was ist da los? Und ja, wie gesagt, das ist meine Level 30-Runde. Ich habe wirklich, ohne Spaß, ne? Ich habe 102 XP habe ich gebraucht. Und in der letzten Runde wurden wir einfach so krass zerstört, dass ich keine 102 XP in einer Runde bekommen habe. Deswegen muss ich jetzt diese Runde hier nochmal nehmen. Also, nochmal aufnehmen. Und normalerweise ist Caitlyn gar nicht mehr so... Also bringt es eigentlich gar nicht mehr so in Ultra Rapid Fire, weil sie halt nicht durch ihre Fähigkeiten, sondern durch ihren normalen Angriff Schaden macht und die sind ja gleich geblieben quasi und die Fähigkeiten, die bringen jetzt nicht so viel mehr und ja, also es bringt eigentlich nicht so viel, Caitlyn zu spielen. Aber ich habe mir trotzdem halt, wie gesagt, so gedacht, das habe ich noch gar nicht gesagt, das habe ich eben gesagt, aber ich habe mir halt so gedacht, dass ich meinen Lieblings-Champion quasi spielen möchte, wenn ich meine Level 30 da erreiche und das ist ja Caitlyn und in diesem, also und deshalb, ja, nehme ich halt jetzt die Runde mit Caitlyn auf, auch wenn sie, wie gesagt, nicht so useful eigentlich ist. Das einzig Coole ist halt die Ulti, dass ich sie die ganze Zeit spammen kann. Was mich am Gegner-Team ehrlich gesagt nervt, ist, dass sie Ezreal, Ashe und Jinx haben. Und die haben alle Ultis, die über die ganze Map gehen. Also wenn die jetzt alle oben sind, können sie trotzdem 3 richtig krasse Attacken nach unten schießen und mich damit töten. Und das Ding ist, man kann sie auch noch spammen, das ist so nervig. Oder beziehungsweise wird so nervig sein nachher, wenn sie alle Level 6 sind. Und, ja, ich kann mich natürlich wieder hier gar nicht konzentrieren auf gar nichts irgendwie, wie es immer ist, weil ich habe jetzt 2 Farmen tatsächlich nach 4 Minuten. Das liegt aber daran, dass ich halt wieder kommentiere, weil ich beim Kommentieren einfach nicht zocken kann. Also ich kann mich gar nicht konzentrieren. Ne? Also es ist echt schade, dass ich in den Aufnahmen einfach so bad bin, weil eigentlich habe ich mich ein bisschen noch verbessert, würde ich fast sagen. Und das kann ich jetzt nicht so wirklich zeigen, weil ich jetzt wahrscheinlich eh gleich richtig feeden werde und die ganze Zeit nur im Sterben bin. Aber naja, was soll man machen, ne? Ich will jetzt auch nur schnell hier die letzten 24 XP, glaube ich, noch bekommen. Bis ich Level 30 bin, ja. Dann könnte ich auch rein theoretisch endlich Ranked spielen, also... Ja, wenn man Level 30 ist, dann kann man diese Spiele spielen, die einen quasi einstufen in eine Liga. Aber das möchte ich noch nicht, weil ich einfach viel zu schlecht bin und ich habe keine Lust, in der schlechtesten Liga da zu sein. Und dann, nachher... kriege ich den? Fuck, ich habe ihn aber noch getroffen, schade. Also wie gesagt, es gibt halt Ligen in League of Legends, in die man halt kommen kann, je nachdem wie gut man halt ist. Und es kommt halt darauf an, ob man gewinnt oder verliert die Runden. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Bronze 5, das ist das Schlechteste, wenn ich da jetzt einfach reinkomme und dann einfach übel die Noobs immer im Team habe und die anderen einfach irgendwie durch Luck immer ein bisschen besser sind oder so, dann komme ich da halt nicht raus und ich bin halt noch nicht so gut, dass ich halt das komplette Team carryen kann quasi.
Deswegen will ich damit erstmal noch ein bisschen warten, weil ich halt auf Nummer sicher gehen will, quasi, dass ich nicht in Bronze lande. Also da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Nachher komme ich da ehrlich nicht mehr raus, weil wenn man da einmal drin ist, dann muss man umso besser sein, um halt wieder rauszukommen, weil da. Ich meine, Bronze 5, das sind so die Leute, die einfach richtig viel League spielen, es aber null verstehen und meinetwegen nicht mal wissen, dass man sich Sachen im Shop kaufen kann, aber es trotzdem so viel gespielt haben, dass sie Level 30 sind. Und dann testen sie das und failen halt und das war's dann. So quasi, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, auf jeden Fall habe ich das ein bisschen Angst vor und ich will eigentlich probieren, mit meinen ersten Ranked so in Silber 5 zu kommen. Vielleicht, okay, Bronze 3, 4 ist jetzt auch uncool eigentlich, aber so Bronze 2 und 1 geht eigentlich, glaube ich, auch noch. Hoffe ich zumindest. Also ich, mein, quasi mein Hauptziel ist es ja, irgendwann Gold zu kommen. Das wäre so ziemlich cool eigentlich. Also natürlich, wenn es höher geht, dann ist natürlich geil. So Challenger wäre auch was, aber so Gold ist, glaube ich, realistisch. Das schaffen schon andere Leute und deswegen glaube ich, kann ich das auch schaffen. Also, so manche Leute, die das schaffen, wie sie spielen, das ist schon erstaunlich. Oder wie viel Ahnung sie auch in dem Game haben. Ich nehme so gar keine und sind dann trotzdem mit Gold irgendwie. Und ja, das werde ich dann mal so als Ziel quasi so stehen lassen. Okay. Die Q sollte eigentlich in die andere Richtung gehen, nur so, dass ihr es wisst, aber ich kann mich natürlich wieder nicht konzentrieren. Ja. Naja, so, das ist so das, was ich eigentlich erzählen wollte. Also, ich werde nicht direkt Ranked spielen, weil ich einfach viel zu schlecht dafür bin. Habe ich sie getroffen? Ja, easy. Okay, soll ich jetzt mal hier den. Oh, fuck. Schade, dass ich sie nicht getroffen habe. Oh, fuck, da kommt jemand. Ich bin weg, hasta la vista. Ach, das ist Timo. Also, die Gegner haben echt eigentlich übel das Abfuck-Team. Ich meine, drei Leute, die über die ganze Map ihre scheiß Attacken spammen können. Und dann noch Timo, der die ganze Zeit diese Pilze machen kann. Das ist so. Oh, das ist richtig das scheiß Gegner-Team. Ich werde jetzt einfach die ganze Zeit meine Ulti auf die beiden spammen, weil die kein Heal dabei haben. Und dann sind die irgendwann so vom Ding aus low. Aber schade. Wenn er nicht rausgeflasht wäre, hätte ich ihn, glaube ich, mit der Q noch irgendwann kriegen können. Jetzt kommt Dings auch wieder. So, ich mache hier mal meine Traps hin. Ich meine, ich kann die eh spammen, von daher ist es ja auch egal. So, nochmal die Ulti drauf da. Noch eine Q. Noch eine Falle, meine ich. So, tut mir leid, dass ich jetzt nicht so viel sprechen kann, aber ich habe übrigens auch eine Afte. Also, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist, aber das ist eine Entzündung im Mund. Also, das werden wahrscheinlich die meisten von euch auch schon mal gehabt haben, weil das ist relativ verbreitet eigentlich. Es ist quasi so, man kriegt irgendwie eine Stelle oder so. Zum Beispiel ist es bei mir voll oft so, dass ich mir irgendwie so auf die Lippen beiße, so von innen quasi. Und dann entzündet sich das halt, weil der Mund ist so unhygienisch. Das glaubt ihr gar nicht. Also, nicht mein Mund, weil ich mir nicht die Zähne putze oder so, sondern lol, wie er React spammen kann. Aber so also an sich ist der Mund natürlich relativ unhygienisch, weil ich meine, da kommt das ganze Essen rein und so und Speichel, Bass, echt eklig, was da so teilweise drin ist. Aber auf jeden Fall, ja, entzündet sich das dann halt relativ einfach und das ist einfach der Abfuck des Todes. Also ich habe das jetzt seit 3, 4 Tagen oder so und ich muss euch sagen, das ist so ein schlimmes Gefühl, ne? Wenn man gesund ist, dann weiß man es ehrlich gar nicht zu schätzen. Also wenn ihr jetzt, echt ohne Witz, wenn ihr keine Afte gerade habt, dann schätzt es jetzt einfach mal kurz, dass ihr einfach essen könnt, ohne Schmerzen zu haben. Weil bei mir ist es jetzt so, ich habe die letzten Tage kaum gegessen, weil es einfach so weh tut. Und ja, guck mal hier, da war die Ulti von Azreal gerade am Kommen. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt die letzten Tage kaum was gegessen. Und auch wenn ich Cola trinke oder so, das tut übel weh. Weil ich drücke schon wieder auf die falsche Taste. Oh, shit. Nein, oh. Nice, oh, da kommt mein Helfer Rek'Sai. Der ist auch eigentlich ganz geil, weil er kann hier so Tunnel machen, durch die er halt gehen kann. Und die kann halt auch übel spammen. Nice, Alter. Ach, der war von mir. Ich hab gedacht, das ist ein Gegner. Er ist hier nicht auch noch ein Gegner hergeportet worden. Naja, ist auch egal. So, ich werde jetzt mal. Oh Gott, ich hasse diese Pilze von Timo, ne? Ja, auf jeden Fall ist es halt richtig eklig. Also, wenn ihr. Das ist mein Level 30 Hype. Ja, das denn gleich wie gehypt, Alter. Also wirklich, wenn ihr gerade keine Afte habt, dann esst jetzt mal ein bisschen was und denkt euch einfach, es tut nicht weh. Und bei mir ist es einfach so, wenn ich was esse, dann. Oh, mir kommen die Tränen, ne? Das tut so weh. Vor allem, ich hatte auch irgendwie letztes Jahr oder so, nee, gar nicht, ja, das ist schon 2, 3 Jahre her oder so. Da hatte ich auch meine Afte über den ganzen Mund verteilt, weil ich hatte mir die ganze Seite aufgebissen. Und dann war ich im Urlaub auf Sylt und dann, ja, also normalerweise mag ich so voll gern Fisch.
Also als Essen jetzt so. Und dann wollte ich halt eigentlich so Fischbrötchen essen und so, aber ich konnte die ganze Woche keine Fischbrötchen essen, weil einfach die ganze Zeit mein Mund so wehgetan hat wie sonst was, ne? Das war so unnormal. Nein, Jenna, beweg dich. Oh nein, ich wollte eigentlich in die andere. Lol, da war eine Falle von mir. Good job, Vergangenheits-Erik, das war gut. Oh Gott. Ja, okay, schade. Oh, wie low der einfach weggekommen ist. Vor allem, wo ist Jenna eigentlich gewesen? Oh, die war auch tot. Okay. Ich habe 4000. Oh, scheiße, ich hätte mal backen müssen. Scheiße, Mann. Naja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber also die letzten Tage habe ich immer so rumgesabbert, weil die Seite hat einfach so wehgetan und dann hatte ich auch keine Lust zu reden, wenn ich ehrlich bin, weil es tut einfach so weh und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn der Mund so irgendwas im Mund ist, dann das ist so ein ekliges Gefühl einfach. Ich bin jetzt auch Mittwoch nochmal beim Zahnarzt, weil ich will irgendeine Medizin gegen so einen Scheiß, der irgendwas taugt, weil. Das ist eigentlich auch voll witzig, weil ich bin ja jetzt in der Vergangenheitsklasse, wollte ich gerade sagen. Also ich bin ja jetzt in der Gesundheitsklasse. Also ich habe Gesundheit als Fach und Biologie auch mit Dings auf Gesundheit halt und so weiter und so weiter. Und ich lerne jetzt halt relativ viel über Medikamente und über Krankheiten und so weiter und so weiter. Und es ist mir jetzt erstmal aufgefallen, was ich eigentlich mit Bullshit als Medikamente hier immer bekomme. Also zum Beispiel jetzt so, ich habe irgend so ein Kamillenextrakt als Medikament gegen eine Entzündung. Da gibt es viel bessere Sachen eigentlich. Nein, bitte stirb nicht. Jenna. Oh, lol. Nice, okay. Und ja, also ich will irgendwas, was einfach dagegen hilft, weil dieses Kamillenextrakt, das bringt gar nichts einfach. Das ist lächerlich. Und ja, auf jeden Fall würde ich dann da irgendwas gegen tun, weil das ist einfach so echt so richtig eklig. Ne? Ein Tag sehr nichts essen geht, finde ich noch. Also. Normaler, also ich esse jetzt nicht so viel, ich bin auch nicht wirklich fett oder so, ich bin halt sehr dünn eigentlich. Also ich könnte eigentlich ein bisschen mehr essen mal, aber bei mir ist es irgendwie so, ich esse, was ich will. Ich, ohne Witz, ich esse ja den ganzen Tag nur Snickers und Chips und trinke Cola und ich werde einfach nicht fett. Das ist so geil eigentlich, das ist richtig perfekt. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, also wenn ich jetzt so einen Tag nichts esse, dann geht es so mehr oder weniger noch, weil es tut echt weh und dann esse ich lieber nichts, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn ich dann mal irgendwie so 2 Tage nichts esse, dann geht es mir schon echt schlecht, kann man sagen. Oh Gott, ich hab's einfach kommen sehen, ne? Ich hoffe jetzt mal, dass sie nicht ihre Ulti. Nice. Na, und auf jeden Fall ist das halt richtig eklig, wenn man nichts essen kann und dann kriegt man Hunger und Kopfschmerz und Kreislauf ist im Arsch und so weiter. Das ist halt übelst scheiße eigentlich und deswegen will ich halt Medikamente, die dagegen helfen. Und nicht irgend so ein Kamillenextrakt auf von einem Garten oder so, keine Ahnung, irgendwelche Kräuter oder so. Also, sowas hilft natürlich auch in gewissen Maßen, aber ich meine, ich würde da gerne so viel Chemie drauf klatschen, dass es einfach nicht mehr wehtut oder irgendein Schmerzmittel am besten so, keine Ahnung, irgendwas halt einfach, was dagegen hilft. Schmerzmittel wäre eigentlich richtig gut, weil dann könnte ich mir einfach irgendwas zu essen in der Zeit reinstopfen, wo das Schmerzmittel wirkt. Und dann wäre alles gut. Aber, naja. Was soll man machen, ne? Ja, so, das war so das eine, was ich erzählen wollte. Und das andere ist, ja genau, ich spiele jetzt schon wieder Caitlyn. Ich habe jetzt 3 LoL-Videos gebracht und jedes Mal Caitlyn gespielt. Es tut mir echt leid. Ich werde in den nächsten Videos einfach kein Caitlyn spielen. Ich werde dafür sorgen, gerade auch, weil ich ja jetzt. Also ich könnte jetzt rein theoretisch Ranked spielen und deswegen muss ich jetzt unbedingt mal drauf damit anfangen, hier mehr Champs spielen zu können. Weil ganz einfach, das ist. Lol, sie flasht einfach meine. Hat sie die ernsthaft gerade geflasht? Lol. Okay, dann hat sie es perfekt geflasht eigentlich. Nee, weil das Ding ist halt einfach, dass ich. Da kommt schon wieder eine Ulti angeflogen. Und ich sehe es kommen, ich werde gleich hier von ihrer Ulti getroffen. Boah, es ist so nervig, ne? Diese Runde. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr auf diese. Boah, Alter. Jeder Champ ist eigentlich so richtig nervig. Oh. Okay. Ja gut, ich meine, habe ich gesagt. Naja, auf jeden Fall ist es halt übel. Fuck it, fuck it, fuck it, ich bin tot. Oh mein Gott. Nein! Jo, Alter, was kommt mir hier alles angeflogen, Alter? Jetzt war ohne Spaß. Naja, auf jeden Fall brauche ich irgendwas, was dagegen hilft, weil es ist halt echt eklig, wenn man nichts essen kann und kaum reden kann und so. Und naja. So, ich habe nicht wirklich was zum Reden ansonsten. Also ich habe jetzt noch Ferien, 2 Wochen noch, das ist voll geil. Es sind jetzt so hoch. Schwanz im Mund, ja, ihr wisst. Ich konnte gerade nicht reden, Entschuldigung. Aber es war ja gerade Ostern und. Oder es ist immer noch Ostern, es ist ja gerade Ostermontag noch.
Oder? Ja, ist noch. Deswegen froh, sondern nicht alle. Ich hoffe, ihr habt dicke Eier gefunden. Hahaha. Richtig lustig. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern und ich hoffe, ihr habt viele Süßigkeiten bekommen, weil Süßigkeiten sind richtig geil. Also, ich habe jetzt zum Beispiel Süßigkeiten und Geld bekommen, weil ich weiß nicht. Also, früher war es bei mir zum Beispiel immer so. Ich habe halt übel gerne so, keine Ahnung, Lego oder irgendwie sowas bekommen und damit habe ich mich voll drüber gefreut und gerne mitgespielt und so. Also halt Spielzeug und so. Ich kenne das, glaube ich, auch von euch einfach. Aber im Moment ist es bei mir einfach so, ich freue mich an den Feiertagen, vor allem aufs Essen, wenn ich ehrlich bin. Und ich meine, Geld kann man immer gebrauchen, so ist es ja nicht, aber. Also ich freue mich immer am meisten eigentlich aufs Essen. Also ich weiß nicht, es hat sich bei mir so voll geändert. Also keine Ahnung, ich freue mich über Süßigkeiten voll gerne. Also es ist richtig nice, dass ich so viele Süßigkeiten bekommen habe. Es freut mich voll. Oh Junge, Alter, kannst du mal aufhören, hier alles auf mich zu spammen, jetzt mal ohne Spaß. Das ist, die ist da die ganze Zeit am Q-Spam, W-Spam, hier mit ihrer komischen, mit ihren 10 Pfeilen, da mit dieser Salve, ist die ganze Zeit am Spam, das ist doch nicht mehr witzig. Oh Mann, ich muss gleich Drake machen. Naja, so, und wie gesagt, ich freue mich halt übel über Süßigkeiten und Essen und so an sich sind Zeug halt und wie gesagt, Geld kann man immer gebrauchen. Und auf jeden Fall, ihr könnt ihr mal, wenn ihr Lust habt, in die Kommentare schreiben, was ihr so bekommen habt, wenn ihr was bekommen habt. Jetzt eigentlich ein guter Punkt, was ich nur mal kurz erwähnen wollte, ist Ausländer, gell? Also, ich bin jetzt kein Nazi, also ich kenne auch viele Ausländer, die cool sind, ich kenne auch viele, die nicht so cool sind und ich kenne auch Deutsche, die cool sind und so weiter, da will ich jetzt gar nichts drüber sagen, aber ich finde es ein bisschen unfair, wenn ich ehrlich bin, dass Ausländer halt zum Beispiel, also wenn, also nicht unbedingt Ausländer, aber sagen wir mal Muslime, ja? Muslime feiern ihr Opferfest und haben dann schulfrei. Und feiern kein Weihnachten und haben trotzdem frei. So. Also, das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unfair, wenn man ehrlich ist. Also, das wollte ich nur kurz erwähnt haben, weil im Endeffekt haben sie mehr frei als wir. Das kann man jetzt sehen, wie man möchte. Also, einerseits lernen sie weniger, obwohl sie es vielleicht eher müssten, weil sie halt nicht unbedingt Deutsche sind. Oder wenn sie jetzt zum Beispiel schlecht in Deutsch sind, dann sollten sie vielleicht eher in die Schule gehen, als noch mehr frei zu haben. Aber, ja, auf jeden Fall. Ich drücke doch auf die. Ich drücke immer auf G. Das ist so. Retardet einfach gerade. Oh, da kommt er. Okay, zum Glück habe ich da die Falle hingestellt. Naja, auf jeden Fall finde ich es halt, wie gesagt, ein bisschen unfair, weil es ist halt irgendwie komisch. Ich meine, die haben einfach mehr frei als wir. Und ich weiß nicht wirklich, was man daran ändern sollte, weil einerseits hätte ich mitrechnen können. Hätte ich mitrechnen können. Naja, einerseits ist es nämlich so, dass wir hier in einem christlichen Staat sind. Was bedeutet, dass man die christlichen Feiertage halt feiern sollte. Und ich meine, es ist auch, also ich meine, wenn ich jetzt irgendwo in einem anderen Land wäre, würde ich trotzdem Weihnachten feiern wollen. Auch wenn es da vielleicht kein Feiertag ist, so in der Türkei zum Beispiel. Aber ja, also ich weiß nicht, wie man es ändern soll, aber es ist irgendwie ein bisschen ungerecht, wenn ich ehrlich bin. Also, keine Ahnung. Finde ich jetzt nur, weil ich meine, die haben jetzt frei und wissen einfach gar nicht, was sie tun sollen. Die haben jetzt 3 Wochen zum Beispiel frei und ich meine, die feiern kein Ostern oder so. Dann haben sie nochmal irgendwann eine Woche frei, wenn sie irgendwie Zuckerfest haben oder Apferfest, keine Ahnung, wie das alles heißt. Und ja, das wollte ich nur kurz angesprochen haben. Und ich weiß eigentlich, könnte man da jetzt voll viel zu sagen. Ich meine, ihr kennt es ja alle so, Nazis, blablabla, Gerechtigkeit und so. Das war das große Thema, was ich hier anschneide, aber ich wollte das einfach nur sagen. Aber was ich noch sagen wollte, ist, dass wenn man etwas gegen Ausländer sagt, dann ist man. Also es gibt ja immer diese Leute, zum Beispiel. Das war bei uns in der Klasse so zum Beispiel, das haben wir immer als Joke gesagt, wenn jetzt jemand so gesagt hat, der scheiß Kurde oder so, weil wir hatten Kurden in der Klasse und das war aber alles Spaß, ne? Also ihr wisst schon Bescheid und wenn man das jetzt zum Beispiel gesagt hat, dann war man immer so der Nazi so. Aber ganz ehrlich, wer sowas sagt, ne? Der ist so komplett retarded. Erstmal ist es nur Moralschwuchtel und versteht keinen Spaß, weil ich finde, Humor hat keine Grenzen und das darf er auch nicht haben einfach, weil ich meine, was ist das, wenn der Humor Grenzen hat? Also ich finde, man sollte über alles Witze machen dürfen und auch tun. Also ich mache zum Beispiel Witze über Juden, Türken, Frauen, Waschmaschinen, Männer, über mich, keine Ahnung, über alles eigentlich so. Und ich finde, das ist auch die richtige Einstellung, sollte man eigentlich machen. Also wenn irgendjemand Probleme damit hat, über Juden Witze zu machen, okay. Aber das ist dann, finde ich, ungerecht den Juden gegenüber, wenn sie quasi nicht Teil von Humor sind, aber andere halt schon. Nur nebenbei. Aber auf jeden Fall, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, irgendwie scheiß Türken oder so, dann bin ich kein Nazi. Weil einerseits, die Leute, die dann sowas sagen, dass man scheiß Nazi ist oder so, oder an sich Nazi, die haben einfach so null Plan. Das zeugt einfach von krasser Unwissenheit. Weil,
Einerseits waren die Nazis nicht, also ich meine, zum Beispiel hat Hitler mit Mussolini sympathisiert. Und das ist ein Südländer. Und was heißt das? Dass man, ja, keine Ahnung, also ihr wisst, was ich meine, der hat ja nichts gegen Südländer gehabt, sondern halt was gegen Juden und das ist antisemitisch. Glaube ich zumindest, das heißt, bin mir nicht ziemlich sicher, aber auf jeden Fall finde ich es einfach richtig lächerlich und vor allem auch, ich meine, die Nazis von heutzutage, das sind ja auch keine, das kann man ja auch nicht mehr Nazis nennen, wirklich, das sind ja irgendwelche Lappen, die einfach nur irgendeine Ausrede brauchen, dafür, dass sie irgendwelche Ausländer aus dem Land schaffen oder so. Oh Gott, der hat einfach so ein scheiß Drecksteil reingestellt. Hallo, kann ich mal backgehen? Danke. Hä, kann ich jetzt mal backgehen? Jetzt mal ohne. Oh Gott, Alter, ich will doch nur backgehen. Das ist lächerlich. Naja, auf jeden Fall wollte ich damit halt nur sagen, oh, bitte schnell weg, 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 weg. Okay, nice. Also ich wollte damit halt nur sagen, dass einfach solche Leute, meiner Meinung nach, ich bin einfach fast in unserer Base gestorben. Also, dass solche Leute einfach so gar keinen Plan haben und auch die Nazis von heute haben so gar keinen Plan mehr, warum, was überhaupt Nazis sind oder was deren Vorstellungen waren oder so. Die sagen einfach nur, du bist schwarz, geh raus aus Deutschland und so und keine Ahnung, das war so nicht wirklich das, was damals die Nazis so gesagt haben. Also, so teilweise, also. Auf jeden Fall will ich damit nur sagen, dass man über alles Witze machen sollte, egal über was, also es ist. Ja, ich finde, das gehört dazu, dass man über alles einfach Witze macht und ja, die Leute, die jetzt andere deswegen als Nazis beschimpfen oder so, haben selber überhaupt keinen Plan und keine Ahnung. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dass Frauen in die Küche gehören, dann bin ich auch nicht sexistisch oder so, dann ist das einfach nur ein Joke, den man einfach verkraften muss. Und wenn man sowas nicht verkraftet, dann zeugt es einfach von Schwäche, finde ich so. Also, wenn ich zu irgendeiner Frau sage, so, geh mal in die Küche oder so, keine Ahnung, wenn sie das einfach nicht verkraftet, dann ist das für mich echt traurig. Aber man kann da halt echt nichts gegen machen, so, keine Ahnung. Das sind dann halt so die, die einfach keinen Plan von der Welt haben, mehr oder weniger. Ja, ich weiß gar nicht, was ich hier erzähle. Das ist alles viel zu poetisch. Also, das sind große Themen für ein League of Legends Video. Auf jeden Fall, Leute, ich bin gleich Level 30. Das feiere ich mal übel krass. Und ich habe irgendwie 6 Kills nur gemacht. Wer hat denn hier so viele Kills? Alter, Rek'Sai, richtig das Biest. So, den hole ich mir jetzt weg, so ein bisschen. Oh, fuck it. Wie viel Damage der macht? Der Azreal. Lol. Okay, ich bin hier gerade ein bisschen am Sterben. Vor allem, wie kann dieser Rek'Sai so schnell Rekt spammen? Das ist voll krass. Jetzt mal ohne Witz. Oh, shit, Alter. Jetzt wird's hier richtig knapp. Aber wobei, Rek'Sai kriegt ihn. Rek'Sai kriegt ihn. Vielleicht kriege ich ihn. Nein, schade. Ich bräuchte mal irgendeinen Heal oder so. Oh shit, Jungs, Alter. Was hier alles angeflogen kommt, das ist doch nicht mehr normal. Das ist richtig heftig. So, pass auf, den holen wir uns da gleich weg. Vielleicht. So, noch ein bisschen Damage machen. Nice. Und den holen wir uns auch noch weg mit der Ulti und zack. Nein! Oh, scheiße, Jungs, Alter. WTF. Puh, dieser Damage, der ist nicht mehr normal. Das ist so krass. Vor allem hier kommt echt ein paar Sekunden irgendeine Ulti angeflogen oder so. Vor allem, ich glaube, deren Jinx ist AFK oder so, ne? Ja, die ist AFK, Alter, sonst wäre das ja noch richtig schlimm. Ich dachte mir vor, hier eine Kanone kommt an, dann kommt ein Pfeil angeflogen und dann diese komische Elektrowelle von Azreal, das ist richtig schlimm. Aber immerhin habe ich jetzt ein paar Kills gemacht. Ach, drei, das geht ja eigentlich quasi noch durch, also. Ja, wie gesagt, das ist halt übel der geile Spielmodus und vor drei, nee, gar nicht mal vor 2 Jahren, glaube ich, also 2013 gab es ihn, glaube ich, schon mal, oder 2014, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube. Nee, ich glaube dieses Jahr, diesen Sommer, oder halt letzten Sommer so gesehen, da gab es den Spielmodus schon mal und da hatte ich auch schon einen Account. Also ich habe schon seit 2013 einen LOL-Account, aber ich war halt nie wirklich aktiv und da war ich so ein bisschen aktiv, kann man sagen. Und ich habe halt so, ja, sagen wir mal, 3, 4 Games Ultra Rapid Fire gespielt. Und als ich jetzt so angefangen habe, wieder richtig aktiv zu sein, so vor einem Monat oder so, da habe ich mir so gedacht, oh, das war voll schade, dass ich damals nicht so viel gespielt habe, weil, also es schien ja richtig spaßig zu sein eigentlich. Und ja, jetzt ist es einfach tatsächlich nochmal rausgekommen, was ich richtig geil finde. Und ja, Mann, jetzt konnte ich halt in der Woche jetzt nochmal 90 Games oder so machen. Das war auf jeden Fall richtig worth eigentlich. Ich habe auch voll viele Champs gespielt, die gerade free to play sind, die ich eigentlich so nicht spielen würde. Zum Beispiel Sona habe ich richtig viel gespielt. Und ja, an sich habe ich so ein paar Champions ausprobiert. Und ich möchte jetzt eh so alles können. Also nicht alles richtig gut können, aber alles ein bisschen wenigstens. Und das ist auch für Rank jetzt ganz wichtig, dass man eigentlich jede Rolle spielen kann, weil ich meine, stell dich mal vor, ich kriege jetzt nicht die Rolle, die ich maine zum Beispiel. Also wenn ich jetzt ein Ranked spiele und
Da ist jemand, der unbedingt ADC spielen will und vor mir sich einen Champ aussuchen darf, weil das ist immer abwechselnd in Rankeds. Und also stellen wir uns das mal vor und dann muss ich halt irgendwas anderes spielen. Das wäre natürlich richtig scheiße. Weil ich dann einfach ja quasi useless bin fürs Team, weil ich dann einfach nicht supporten kann, zum Beispiel oder jungeln oder so. Ja, wäre natürlich richtig kacke. Und deswegen muss man eigentlich alles können und am besten dann noch mehrere Champs von allem quasi. Das wäre dann auch noch richtig praktisch. Und oder hier geht schon wieder. Da kommt schon wieder eine Ulti angeflogen. Holy shit, Alter. Das ist voll unnormal. Okay, ist auch Ultra Rapid Fire, aber. Naja, auf jeden Fall kommen hier. Habe ich den gerade gewone-hitted? Holy shit, Alter. So, den werde ich ulten. Nice. Schon mal richtig viel Damage gemacht. Oh, sie dachte auch, sie können sie nochmal flashen. Nice, okay, hat sie bekommen. Cool. Ich würde sagen, ich gehe. Nee, warte, ich brauche. Ich weiß nicht, ob ich mir nochmal Phantomdance oder ich guck mal, ob die Rüstung bauen, weil gegen Rüstung ist eigentlich ein letzter Atemzug ganz nice, aber sieht nicht so aus, dass ich den brauchen würde. Deswegen hole ich mir gleich nochmal Phantomdance und bin dann richtig schnell unterwegs mit meinen Hits. Da kommt schon wieder eine Ulti angeflogen, das ist so krass. Ich liebe diesen Spielmodus. Oh Gott, jetzt muss ich da schnell rüber. Zack, 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 zack. Stirb in der Hölle, mein Freund, mein Xing Sao-Freund. So, es sieht ja eigentlich ganz gut aus. Sieht so aus, als würden wir gewinnen. 188 Farm, Alter, richtig gut auf jeden Fall. So, ja, ich denke, ich spare auf Phantom Dancer. Jetzt zeige ich euch nochmal einen ganz coolen Trick eigentlich, den mir, ich glaube, das oder so gesagt hat, und zwar hier, wenn man sich die Homeguards kauft. Normalerweise hat man jetzt halt in der Base quasi lange Speed, aber man kann sich jetzt auch wegporten. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel nach vorne porte, dann habe ich da auch richtig krassen Speed. Deswegen schaut euch das mal an, wie schnell ich dann bin. Ja, bam, bam, bam. Oh, fuck, Timo. Oh, stirb. Nein, bitte nicht. Ja, ich hab ja, stimmt, ich hab ja Schutzengel, wie geil. Oh, fuck. Nein, 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 nein. Oh, nein, wir kommen da jetzt an. Oh, kacke. Ja, okay, das war schlecht. Ich wollte eigentlich den Tower im 101 nehmen. Und dann kam dann Timo, der mich vergiftet hat. Und, ach, ist scheiße gelaufen alles. Naja, egal. Auf jeden Fall baue ich mir jetzt nochmal einen Phantom Dancer fertig. Und dann sollte das eigentlich laufen. Also, die Runde läuft jetzt eh schon. Also, ich habe 11 Kills, das ist jetzt noch nicht so krass eigentlich für ein ADC. Bei dem Spielmodus, ich meine, ich mache ja normalerweise Damage durch Normal Hits und in dem Game kann man ja seine Spells spammen. Das bringt jetzt mit dem ADC nicht so viel, aber naja, ich komme halt schnell an meine guten Items und kann halt schnell richtig viel Damage machen, das ist auch eigentlich voll geil. Also ich weiß gar nicht, ob es schneller geht oder ich weiß auch nicht, ob man mehr Gold bekommt, aber ich habe halt so das Gefühl, wenn ich ehrlich bin, also die Runde geht jetzt auch schon fast wieder 30 Minuten, aber irgendwie, die Zeit verfliegt einfach so, keine Ahnung. Weil es einfach die ganze Zeit so Action ist und einfach übel Spaß macht. Ja, also es macht einfach übel Bock. Und ja, also ich weiß nicht, ich mag diesen Spielmodus richtig gerne und ich mag LOL auch an sich ziemlich geil gerne. Was man wahrscheinlich. Bin ich gerade ein bisschen am Arsch. Sind drei Gegner. Boah, ich hasse dieses Gespam von den Attacken, ne? Also von dieser Ashe einfach diese ganze Zeit, diesen Slow von ihrer W zu ertragen, das ist übel schlimm. Oh shit. Oh nein. Nein. Oh, ich sterbe daran. Ich sterbe daran. Ich sterbe daran. Ich sterbe daran. Easy, full HP. Wie geil. Okay, hoffentlich kommt jetzt hier nichts angeflogen. Und der Filmblitzer nochmal geholt. Scheiße, Alter, das war richtig knapp. Haben gewonnen. Haben wir gewonnen? Ja, okay, nice. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Ich habe über richtig viel Scheiße gelabert, auf jeden Fall. Wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Level 30 in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, in der nächsten Runde spiele ich dann mal keine Caitlyn, sondern irgendwas anderes. Und wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Ich hoffe, Ultra Rapid Fire habt ihr auch ein bisschen gespielt, wenn ihr LOL spielt. Auf jeden Fall ein cooler Spielmodus. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, Leute, und ciao, ciao.